hatte mir schon gehofft, dass man viel von den Menschen erfährt, die in den Häfen arbeiten oder auch auf den Schiffen. Und dass das halt eine schwierige Sache ist. Man sieht halt unglaublich riesige Gelände, wo unglaublich viele Güter umgeschlagen werden. Jetzt sind wir gerade hier auf der Marsflagte 2 und das Tolle daran ist, dass eigentlich gar keine Menschen mehr hier arbeiten. Auch sonst sieht man nicht viele, die in Zahlen genannt werden, die sind kaum sichtbar. Da weiß auch niemand was drüber, was die genau machen, wo die herkommen, wer da alles in den Sub-Unternehmen unter welchen Arbeitsbedingungen arbeitet. Das scheint alles ein großes Mysterium zu sein und entsprechend wahrscheinlich auch schwierig für die Menschen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, die halt irgendwie offenbar weitgehend unbekannt sind. Ich denke, alles, was so im Schatten passiert, das muss ja nicht illegal sein, aber es ist ja erstmal einfach unbekannt. Da wird es immer darum gehen, vermutlich mehr noch aus den Menschen rauszuholen und die Konkurrenz untereinander zu verstärken und entsprechend die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Von daher denke ich, je mehr man darüber weiß und je mehr dokumentiert ist und je mehr man auch Gewerkschaften wissen über die Subunternehmen von Subunternehmen und dass man nicht nur Verträge hat, sondern mit realen Menschen sprechen kann, unter welchen Bedingungen die arbeiten, das denke ich, ist das Zentrale. Und nur dann kann man sich vermutlich auch überlegen, was mit all diesen Menschen passiert, wenn irgendwann überall alles automatisiert ist. Also so stelle ich mir das vor, gibt es dann diese Subunternehmen irgendwann nicht mehr und die Leiharbeiter werden entlassen und dann sind nur noch Container übrig.